Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, für alle Leute, die am Sonntag im Livestream dabei gewesen sind, die werden es schon gesehen haben. Für den Rest jetzt hier. Die neuen Videos auf meinem Kanal werden ab sofort in diesem wunderschönen Zimmer stattfinden. Keine Sorge, an diese Wand kommt natürlich noch das ein oder andere Accessoire. Wir sind halt noch nicht so weit, aber das wird alles die nächsten Tage passieren. So, wir kommen zurück zum eigentlichen Thema. Letzte Woche hatten wir die schlechtesten Starts von Arminia Bielefeld in eine Zweitligasaison durchgesprochen. Heute machen wir natürlich genau das Gegenteil, nämlich die besten Starts in eine Zweitligasaison. Und damit geht es nach dem Intro los. Es sind jetzt natürlich schon 5 Spieltage gespielt, aber die schlechtesten Saisonstarts haben wir auch mit 4 Spielen gemacht, also machen wir die besten jetzt auch mit 4. Auf Platz Nummer 8 ist die Saison 1985-1986 mit 7 von möglichen 12 Punkten und einer Tordifferenz von 5:5. Als Absteiger aus der Bundesliga hatte man natürlich nur ein Ziel, natürlich der direkte Wiederaufstieg. Das hat am Anfang auch einigermaßen gut geklappt. Am ersten Spieltag gab es allerdings gleich eine dicke Niederlage, 4:1 in Darmstadt. Am zweiten Spieltag konnte man gewinnen, 3:1 zu Hause gegen den MSV Duisburg. Am dritten Spieltag gab es ein 0:0 beim VfL Osnabrück und am vierten Spieltag konnte man sich nochmal zu Hause mit 1:0 gegen Aschaffenburg durchsetzen. Am Ende der Saison musste man sich hinter Homburg, BW Berlin und Viktoria Köln als Viertplatzierter einreihen und hat somit sein Saisonziel leider nicht erreicht. Platz Nummer 7 geht an die Saison 2018-2019. Auch hier holte man 7 von möglichen 12 Punkten mit einer Tordifferenz von 8:8. 2 Jahre hat man sich nun im Unterhaus gefangen, nachdem man das letzte Mal dritte Liga gespielt hat, und auch wie im Vorjahr sollte es eine gute Saison werden. Am ersten Spieltag spielte man 1:1 in Heidenheim, am zweiten Spieltag konnte man gewinnen, 2:1 gegen Dynamo Dresden. Am dritten Spieltag gab es allerdings eine ordentliche Klatsche, 3:0 beim HSV, und am vierten Spieltag konnte man sich nochmal furios mit 5:3 zu Hause gegen Jahn Regensburg durchsetzen. Am Ende wurde man 7. in der zweiten Bundesliga, eine Platzierung, mit der man auf jeden Fall zufrieden sein konnte. Wir springen nur eine Saison weiter, die Saison 2019-2020. 8 von möglichen 12 Punkten holte man hier mit einer Tordifferenz von 6:10 Toren. Es war das goldene Jahr von Arminia Bielefeld mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Die ersten Spiele waren zwar etwas holprig, aber das sollte sich schnell ändern. Am ersten Spieltag gab es das 1:1 gegen St. Pauli. Pretel köpfte ja spät in der Partie noch den Ausgleich. Am zweiten Spieltag gab es das 3:3 in Bochum, ebenfalls durch einen späten Ausgleich durch ein Eigentor. Am dritten Spieltag gab es den ersten Sieg, 3:1 zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Und am vierten Spieltag ein 3:1 Auswärtssieg bei Jahn Regensburg. Wie gesagt, am Ende konnte man in die Bundesliga aufsteigen mit gerade mal 2 Niederlagen in der gesamten Saison. Also das war so ziemlich das Krasseste, was Arminia jemals auf die Beine gestellt hat. Dann geht es weiter mit der Saison 1995-1996. Man holte 8 von möglichen 12 Punkten mit einer Tordifferenz von 8:3 Toren. Man ist gerade erst aus der Regionalliga aufgestiegen und legte für einen Aufsteiger einen wirklich überragenden Saisonstart hin. Am ersten Spieltag spielte man 2:1 zu Hause gegen den VfB Lübeck. Am zweiten Spieltag gab es ein 0:0 beim VfB Leipzig. Am dritten Spieltag ein 4:0 Heimsieg gegen den FSV Zwickau. Und am vierten Spieltag nochmal ein 2:2 Unentschieden in Meppen. Am letzten Spieltag konnte man durch einen 2:1 Sieg gegen Hannover 96 sogar noch auf Platz 2 rücken und stieg in die Fußball-Bundesliga auf. Einfach überragend. Es geht weiter mit der Saison 1977-1978. Man holte 9 von möglichen 12 Punkten mit einer Tordifferenz von 14:4. Übrigens sehr sympathische Saison, da der SC Herford noch in der zweiten Bundesliga kickte. Ich bin Herforder, falls es der eine oder andere nicht weiß. Nachdem es im letzten Jahr nur ganz knapp nicht für den Aufstieg in die Bundesliga gereicht hat, sollte es aber diese Saison was werden. Und das zeigte auch schon der Saisonstart. Am ersten Spieltag spielte man 3:0 beim OSC Bremerhaven. Am zweiten Spieltag gab es leider eine 1:3 Heimklatsche gegen Bayer Leverkusen. Am dritten Spieltag konnte man dann aber wieder gewinnen, 4:1 in Lüdenscheid. Und am vierten Spieltag gab es ein überragendes 6:0 gegen Arminia Hannover. Am Ende der Saison standen sie auf Platz 1 und spielten wieder im Oberhaus des deutschen Profifußballs.
gar nicht mal so lange her, die Saison 2017-2018. 10 von möglichen 12 Punkten holte man mit einer Tordifferenz von 7:3. Ein wirklich wunderbarer Start in die neue Saison. Keine einzige Niederlage, 3 Siege, 1 Unentschieden und das sind die ersten 4 Spieltage. Am ersten Spieltag gab es ein 2:1 gegen Jahn Regensburg durch ein spätes Tor von André Sporrer. Am zweiten Spieltag der 2:1 Auswärtssieg in Fürth. Am dritten Spieltag gab es einen 2:0 Derby-Sieg gegen den VfL Bochum. Und am vierten Spieltag spielte man nochmal 1:1 in der Hauptstadt bei Union Berlin. Am Ende sollte es trotz guter Saison nicht für den Aufstieg in die Bundesliga reichen. Die anderen Mannschaften waren einfach viel zu gut. Das zeigte auch schon der 8 Punkte Rückstand auf den Drittplatzierten. Dann kommen wir zur Saison 1979-1980. 10 von möglichen 12 Punkten holte man hier mit einer Tordifferenz von 7:2. Als Absteiger aus der Bundesliga war das Ziel natürlich wieder direkter Ausstieg in die Bundesliga. Der Start in die Saison war fast perfekt. Am ersten Spieltag gab es einen 2:1 Auswärtssieg beim Fake DSC aus Wanne-Eickel. Am zweiten Spieltag das 3:1 gegen Rot-Weiß Essen. Am dritten Spieltag ein 2:0 gegen Alemannia Aachen. Und am vierten Spieltag nochmal ein torloses Unentschieden beim VfL Osnabrück. Diese gute Form sollte sich über die gesamte Saison fortsetzen. Am Ende stieg man vollkommen souverän mit 66:10 Punkte als Erstplatzierter wieder in die Bundesliga auf. Der beste Saisonstart in der Vereinsgeschichte geht an die Saison 2000-2001. 12 von möglichen 12 Punkten holte man. Man hat alle Spiele gewonnen mit einer Tordifferenz von 10:3 Toren. Der Start war wirklich optimal. Wir gehen mal rein. Am ersten Spieltag gab es ein 3:1 zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Am zweiten Spieltag ein 1:0 beim SSV Ulm. Am dritten Spieltag ein 2:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und am vierten Spieltag ein 4:2 beim FSV Mainz 05. Danach war aber leider komplett der Wurm drin. 11 Spieltage in Folge konnte man nicht gewinnen. Es dauerte bis zum 16. Spieltag, damals konnte man dann nochmal 5:1 gegen Chemnitz gewinnen. Der Rest der Saison war aber auch leider vollkommen zum Vergessen. Man holte gerade mal 41 Punkte und spielte sogar im Abstiegskampf mit. Am Ende wurde man in der Tabelle 13. Das soll es also gewesen sein von diesem Video. Schreibt mir eure Meinung natürlich sehr gerne in die Kommentare und auch natürlich weitere Videoideen, wenn ihr welche habt. Ich bin offen für so ziemlich alles. So, dann bin ich raus, bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat und ein Abo, schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Kameraperspektive findet. Ich finde es eigentlich ziemlich geil mit den beiden Schränken und dem Sofa hier im Hintergrund, was man eigentlich nicht so gut sieht, aber jetzt vielleicht mal. Naja, wenn es auf jeden Fall alles in Ordnung und fertig ist, gibt es auf jeden Fall eine kleine Roomtour von diesem kleinen Zimmer. Ja, ich freue mich drauf, bis alles fertig ist oder wenn alles fertig ist und ja. Jetzt ziehe ich das Video hier schon wieder eine Länge. Ich beende es und sage, wie es immer so schön heißt, auf diesem Kanal reingehauen und auf Arminia.